Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und die Überschrift steht da schon, Geld ist Chefsache. Und ich glaube, Geld wird immer genau dann am wichtigsten, wenn es an allen Ecken und Enden fehlt. Die Moderation hat es eben schon so nett gesagt, 2005 hatte ich noch 150.000 Schulden. Und ich spreche sehr offen über Geld, auch mit meinen Kindern. Mittlerweile liegt mein Vermögen bei ca. 70 bis 80 Millionen. Und wenn alles gut läuft in 6 bis 7 Jahren, dann bin ich tatsächlich Milliardär, dann bin ich 52. Und ich kann dir sagen, du kannst das auch. Denn eins habe ich für mich gemerkt, ich habe Realschule 3,7, ich habe Fachabi 3,8. Ich bin wahrscheinlich nicht so intelligent wie die Hälfte hier im Raum oder sagen wir es anders, 95% haben wahrscheinlich einen besseren Abschluss, aber wahrscheinlich ist keiner im Raum, der wirklich mehr Geld hat. Und daraus nehmen wir eins mit und das ist eine geile Motivation für dich. Intelligenz hat nichts zu tun mit Vermögen. Ja, wir haben ein paar Themen für euch mitgebracht, nämlich genau 3. Zum einen, warum du dich als Chef selber um dein Geld kümmern solltest, welchen Stellenwert Geld in Unternehmen hat, weil ich bin auch seit 23 Jahren Unternehmer. Und last but not least, was die beste und sicherste Geldanlage der Welt ist. Dummerweise nutzen die wenigsten Menschen sie, die ganzen Reichen haben sie, aber der Mittelstand, das sind im Prinzip ja wir, und die, die da drunter stehen, die haben sie alle nicht. Und für mich ist die Lösung relativ einfach, denn eins ist heute schon klar, das Alter wird irgendwann kommen, aber die Frage ist, wie viel Geld haben wir? Und ich persönlich glaube auch, dass nicht mal die Rentenlücke das Problem ist, auch die Krankenversicherung, wenn wir an die Beamten denken. Also eins ist, glaube ich, sicher, der Blüm hat damals gesagt, die Rente ist sicher, das glaube ich auch immer noch. Die Frage ist nur, wie hoch ist sie denn wirklich? Und deswegen glaube ich, dass Geld das wichtigste Thema ist, der Gedanke, privater Investor zu werden. Das machen wir mit der Ulrich Müller Wealth Academy. Hier noch ein paar kleine Key Facts zu mir. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass ich mittlerweile seit über 30.000 Stunden an der Börse bin als Investor und letztendlich, der große Teil wird hier wahrscheinlich auch Unternehmer sein und damit kann man sich überlegen, an der Börse ist das eigentlich nicht anders, weil wenn du eine Aktie kaufst, dann bist du automatisch Mitunternehmer. Mal kurz Handzeichen, wer von euch ist an der Börse aktiv oder hat Aktien? Ah, sehr cool, ist mal locker die Hälfte. Wer verdient damit gutes Geld? Ah, das ist jetzt schon mal schade. Ich stell dir noch mal kurz 4 Fragen, pass auf. Frage Nummer 1, weißt du ganz genau, wann du eine Aktie kaufst? Frage Nummer 2, weißt du ganz genau, wann du wieder verkaufst? Frage Nummer 3, wie hoch ist deine Cashquote und wann passt du sie an? Frage Nummer 4, wann kaufst du nach? Wer im Raum von denen, die sich eben gemeldet haben, der Aktien hat, hat dafür auch einen glasklaren Plan? Das ist gefühlt einer, Leute. Ich gebe euch einen heißen Tipp. Börse hat ein Problem, da kann jeder mitmachen und du brauchst auch keinen Führerschein für. Aber das ist Wahnsinn, was aus dieser Geschichte passiert. Und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Unser Ziel ist tatsächlich, Menschen zu zeigen, wie sie ihre Geldanlage selber in die Hand nehmen und damit eine Rendite erzielen von 3 bis 6%. Jetzt kommt die kleine Besonderheit. Wir reden von Monaten und nicht von Jahren. Ich habe tatsächlich in den letzten ungefähr 19 Jahren Renditen gemacht, die liegen zwischen 35% und 85% jedes Jahr. Es gibt eine Ausnahme, muss ich gleich offen verkünden, das ist letztes Jahr gewesen, da bin ich nur mit +8% aus dem Markt gegangen, aber wer weiß, was letztes Jahr los war, der weiß auch, dass +8 schon im Verhältnis ziemlich gut war. Ja, und das ist im Prinzip mein Gedanke auch bei dem Thema Geld, sowohl in Unternehmen als auch für sich selber, ist immer so ein bisschen die Frage und ich habe euch hier unten die eine Frage schon gestellt, was ist deine Strategie? Und zwar alles im Leben ist eine Strategie und ich glaube, man braucht letztendlich ein System und eine Strategie. Sowohl im Unternehmen mit dem Thema Geld, als auch als privater Mensch mit dem Geld. Denn der erste Fehler, der schon gemacht wird, ist, dass Menschen Geld an der Börse anlegen, was da womöglich gar nicht hingehört. Also für mich fängt das Spiel schon viel, viel früher an mit dem Gedanken, was bedeutet eigentlich mir Geld, wo stehe ich eigentlich, was ist mein konkreter Finanzplan und wo will ich eigentlich hin? Ich habe noch eine schöne Frage für euch. Wer im Raum hat denn einen konkreten Finanzplan über die nächsten 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre? Das sind auch wieder nur gefühlt 5 von irgendwie 600. Das Thema, was dazu kommt, wir werden ein bisschen sprechen über die Fehler im Unternehmen. Mein Papa war 45 Jahre Maurer und Bauunternehmer. Deswegen habe ich übrigens auch Maurer gelernt, weil ich den Gedanken hatte, selber Richtung Bauingenieurswesen zu gehen. Ich war damals in der Uni eingeschrieben, hätte im Oktober begonnen. Dann habe ich zu meinem Papa zum Gespräch gebeten, in etwa 6 Wochen vorher, und habe zu ihm gesagt, Papa, ich sage, ich werde nicht Bauingenieurswesen studieren, ich mache was anderes. Mein Vater hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, Uli, was willst du denn machen?
Und jetzt halte ich fest, das war 1994. Ich habe zu meinem Papa dann gesagt, ich werde an der Börse reich. Der ist komplett ausgeflippt. Wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr kein Wort miteinander geredet, weil Börse damals war der Super-GAU. Das war so Beginn, irgendwann dann der neue Markt. Und mein Vater hat auch viel Pech an der Börse selber erlebt. Das heißt, er hatte sehr, sehr schlechte Glaubenssätze. Wenn wir uns das Thema Geld mal in die Unternehmen mit reinnehmen, dann habe ich ein paar Punkte mitgebracht, die als Unternehmer unglaublich wichtig sind. Und ich glaube, spätestens dann, nämlich in der Corona-Krise, haben wir erlebt, was es heißt. Wir haben ein kleines Unternehmen mit der Ulrich Müller Wealth Academy. Wir sind nur 18 Mitarbeiter. Aber bei mir gibt es zum Beispiel immer ein Thema. Bei uns liegt immer mindestens 1 Million in Cash auf unseren Girokonten. Darunter fühle ich mich arm. Ich hätte Corona auch noch 3 Jahre länger machen können. Ich war übrigens, so wie ich hier jetzt auch bin, als Speaker offline unterwegs. Das heißt, Menschen sitzen in meinem Raum. Kannst du überlegen, was mit Corona passiert ist? Wir hatten keinen mehr. Wir haben donnerstags noch angerufen, die Leute informiert, dass nächste Woche die beiden Events stattfinden mit 200 und 300 Leuten. Am Samstagnachmittag ruft mein Vertriebsleiter mich an, sagt der Uli, das Ding fällt aus. Wir haben Lockdown. Ich sage, was für ein Ding? Ich schwöre dir, bis dahin konnte ich Lockdown noch gar nicht schreiben. Aber damit war klar, ich musste auch Dinge ändern. Und da kommst du genau in diese Punkte, die Frage Liquidität, die Frage Steuerrücklagen, das Thema Investitionskapital, auch für Wachstum, das Thema Notgroschen, sowohl privat als auch in der Firma. Der Punkt, trenne Geld, privat und Firma. Mein Papa war zum Beispiel jemand, der hat viele Häuser gebaut damals, der hat aber immer sein gesamtes Vermögen in die Firma gesteckt. Der hatte 2 Firmen irgendwann, dann ist eine pleite gegangen und obwohl wir eigentlich noch ein großes Vermögen hatten, war er trotzdem pleite, weil er das Thema nicht getrennt hat. Der hat alles Geld immer in die Firmen gesteckt. Ich gebe den Tipp und den Hinweis, du solltest auch privat schnellstmöglich anfangen, Vermögen aufzubauen. Und letzter Punkt für mich, gerade am Anfang, halte deine Kosten tief. Das ist einer der größten Fehler in Unternehmen, dass die viel zu viel Geld ausgeben. Natürlich musst du investieren, aber ich unterscheide noch zwischen Investment und zwischen Kosten. Wenn wir uns das ganze Spiel des Geldes mal angucken, dann müssen wir über ein Thema reden und das sind so für mich diese Grundannahmen, die wir haben. Das Ziel, das werden die meisten Menschen hier im Raum haben, gerade wenn du Unternehmer bist, ist Reichtum aufzubauen, ist finanziell frei zu werden, nennen wir das mal so. Jetzt werde ich dir ein paar Gründe nennen, warum das auf jeden Fall passieren wird. Zum einen können wir uns überlegen, wir haben heute ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dem Erdball. Am 15.11. letzten Jahres haben wir die 8 Milliarden überschritten, rein statistisch. Und man weiß, bis 2050 werden wir 11 bis 12 Milliarden. Ich gebe dir einen heißen Tipp. Ich vermute, diese neuen 3 bis 4 Milliarden Menschen, die dazukommen, die werden essen, die werden trinken, die werden sich anziehen, die werden sich waschen. Und die werden ein bisschen unseren westlichen Konsum wollen. Und wenn wir daran glauben mit dem Fortschritt, und das sieht man schon an kleinen Themen, wer von euch kennt noch das Nokia 6310i? Ja, fast alle, ne? Hier sind ein bisschen ältere Leute, ich bin ja auch schon 45, also ich kenne das Thema auch noch. Da konntest du mit telefonieren und SMS schreiben und du konntest verpixelte Bilder machen irgendwann. Total bekloppt. Und dann kommt das iPhone um die Ecke. Früher hast du noch so eine Arme gehabt, weil dein Auto keine Servolenkung hatte. Und wenn du einparken musstest, musstest du mal kurbeln wie so ein Irrer. Heute fährst du an der Lücke vorbei und das Ding fährt von alleine rein. Das heißt, dieser Fortschritt wird immer weitergehen und das ist der dritte Punkt für mich, eine positive Grundhaltung und der Grundgedanke für uns alle, wir wollen was optimieren, wir wollen besser werden. Der Mensch hat dieses Grundgefühl, er möchte Dinge besser machen. Wenn wir an diese beiden Themen glauben, dann müssen wir noch einen Mitspieler mitnehmen, das ist die EZB oder auch die FED, das sind die Zentralbanken. Um den Mechanismus des Geldes zu verstehen. Im Moment haben wir eine große Inflation, deswegen werden die Zinsen angehoben, damit letztendlich natürlich das Wachstum vermeintlich ein bisschen gebremst wird. Klappt noch nicht so gut, wir wollen einfach nicht aufgeben, deswegen läuft die Welt noch ziemlich unter Volllast. Ich glaube persönlich übrigens auch, dass die Inflation länger bleiben wird, als wir glauben. Und spätestens jetzt ist das der Moment, wo du dich unbedingt um dein Geld kümmern musst, denn wir haben zwischendurch eine Inflation erlebt, die war bei 10%. Und jetzt kommt das Dumme beim Geld. Wenn du 100.000 auf dem Konto hast und 10% Inflation, dann hast du in einem Jahr immer noch 100.000 auf dem Konto. Das Dumme ist nur, dass das nicht mehr so viel wert ist, dass du dafür nicht mehr so viel kaufen kannst. Was macht eine EZB? Nehmen wir die 5 großen Punkte. Zinsen senken oder steigern.
also senken oder erhöhen, das Thema Anleihen aufkaufen oder auch die Frage, Geld zu drucken. Damit wurden die Märkte auch geflutet. Sie können auch Unternehmen kaufen oder Aktien kaufen. Das haben wir in der Corona-Krise erlebt, wenn wir an TUI denken, wenn wir an Lufthansa denken. Da wurden Milliarden investiert, damit die Unternehmen gerettet werden. Eine heiße Diskussion, die wir immer haben mit Analysten, mit Fondsmanagern, mit institutionellen großen Anlegern, die immer die Diskussion haben, macht das Sinn, Geld zu drucken, ja oder nein? Wer von euch im Raum ist der Meinung, dass das sinnvoll ist, das Geld zu drucken in der Krise? Einer. Wer ist dagegen? Okay, und der Rest meldet sich nie, egal was ich frage. Ist okay. Gut. Letzter Punkt, Helikoptergeld. Ben Bernanke, deswegen wurde er so getauft, der hat gesagt, wenn die ganze Welt in Schutt und Asche liegt, dann lassen wir die Helikopter aufsteigen und dann schmeißen wir Geld, Scheine, säckeweise, aus dem Spiel und aus dem Hubschrauber raus, damit was passiert, nämlich damit das Spiel weiterläuft. Und das kommt da raus unten, da haben wir es stehen, das Thema der Inflation. Nur mal fürs Gefühl, guck mal hier, das ist die Geldmengenausweitung in der USA. Und da kannst du genau sehen, was hier damals Dotcom-Krise, Lehman-Pleite und Corona. Für mich eine ganz spannende Folie, kommen wir gleich zu, ist die hier, mal drüber nachzudenken, was das für das Thema Geld heißt. Und wir werden gleich mal so 2, 3 Asset-Klassen durchfliegen. Wichtig ist mir schon vorher zu sagen, du kannst mit fast jeder Asset-Klasse Geld verdienen, wobei die großen sind definitiv Aktien und Immobilien. Dann kommt gefühlt lange nichts. Was wir sehen ist, Deutschland hat in der Krise versucht, Unternehmen zu retten. Auch euch. Vielleicht warst du Unternehmer, wurdest unterstützt. Die Künstler sind ja ein bisschen durchgefallen, aber per se ist das Spiel weitergelaufen. Das Ergebnis daraus war, und das ist krass wichtig für die Geldanlage, dass die großen Unternehmen immer gerettet werden. Und wenn du das einmal gecheckt hast, dann ist das ein Gamechanger, der ist unsterblich. Nämlich was passiert in dem Moment, wenn wir kein Geld drucken würden seitens der Fed, seitens der EZB, dann kriegen wir das Problem einer Massenarbeitslosigkeit. Und das hat damals schon Keynes gesagt, das war in den 30er Jahren, als der 1929 der schwarze Montag an der Börse war. Da hat man festgestellt, man hat kein Geld gedruckt oder viel zu spät. Und damit gab es eine Massenarbeitslosigkeit und das hat sich noch 15 Jahre hinterhergezogen. Jetzt weiß man, man muss Geld drucken, weil Massenarbeitslosigkeit wird auf Dauer noch viel teurer. Und der zweite Punkt ist, wenn du keinen Job mehr hast oder kein Arbeitgeber mehr bist, dann hat der Arbeitnehmer kein Geld mehr, dann gibt es keine Steuern mehr, es gibt keine Sozialabgaben. Und jetzt kommt der schlimmste Fall, es gibt keinen Konsum mehr, Leute. Deutschland ist ein Konsumland. Wenn wir morgen nicht mehr kaufen, dann bricht der Laden zusammen. Noch ein Satz zum Thema der Immobilie, weil das auch sehr interessant ist. Das ging sogar so weit, dass man gesagt hat, man darf Mietern nicht kündigen. Und jetzt guck dir den einen Satz hier an. Die Verpflichtung der Mieter zur Mietzahlung soll im Grundsatz bestehen bleiben. Das war also faktisch eine Enteignung. Wir können auch einen Schritt weiter gehen. Nach der Aktie, die Immobilie, nehmen wir den letzten Fall, die Sparbücher und Tagesgelder, brauchen wir nur an Griechenland und Zypern denken, da wurden Konten geräumt bis auf den Freibetrag. Und wenn wir das in der Summe jetzt zusammenfassen, dann kannst du im Prinzip sagen, wir haben schon Goldverbot gehabt, es werden Konten geräumt bis auf die Freibeträge, es wurden Schließfächer geöffnet in Deutschland und 1945 gab es einen Lastenausgleich für Immobilien, das heißt, du hast Schulden eingetragen bekommen. Die einzige Assetklasse, die niemals angefasst wurde, ist genau die hier und das ist die Aktie. Und wenn man das verstanden hat in den letzten Folien, dann versteht man auch, warum die Aktie die sicherste Geldanlage der Welt ist, wenn man das denn richtig macht. Die Frage ist, was sind Aktien? Das habe ich schon gesagt, ihr seid viele Unternehmer hier, als Arbeitgeber ist genau das Spiel. Letztendlich, wenn du eine Aktie von Apple kaufst, dann bist du Mitunternehmer. Ganz unten habe ich noch aufgeschrieben, eine Aktie ist ein Sachwert. Ganz vereinfacht erklärt, gibt es Sach- und Geldwerte. Geldwerte ist immer dann, wenn du dein Geld abgibst an jemand anders, also mit jemandem einen Bausparvertrag abschließt, eine Lebensversicherung, was auch immer, dann ist das ein Geldwert. Wenn du einen Sachwert hast, dann steigert sich der Preis mit der Zeit. Überleg dir, was ein VW Golf vor 20 Jahren gekostet hat. Überleg dir, was er heute kostet. Die Inflation ist einfach da. Guck deine Immobilien an, was haben die gestern gekostet oder vielleicht vor 20 Jahren, was kosten die heute. Alles wird mit der Zeit teurer und das werden wir auch niemals aufhalten. Und was ich für mich sehr, sehr spannend finde, ist diese Folie. Das ist der sogenannte Bull- und Bier-Index. Ganz vereinfacht kann man sagen, alles, was blau ist, sind steigende Kurse. Alles, was gelb ist, sind die Krisen. Dazu erkennen wir zwei Dinge.
Zum einen, Krisen gibt es immer, aber zum viel krasseren, die Märkte rennen viel, viel mehr nach oben, als dass sie nach unten kommen. Das Dumme ist nur, dass die Deutschen gefühlt immer erst da kaufen, da schon wieder verkaufen und da haben sie die Schnauze voll. Und die ganzen Anstiege nehmen die einfach nicht mit. Warren Buffett wurde mal irgendwann gefragt, warum nicht jeder seine Strategie anwendet, weil die eigentlich ganz einfach ist. Seine Antwort war, das hat nichts mit der Strategie zu tun, sondern die Menschen sind emotional nicht in der Lage, das durchzuziehen. Nochmal ein kleines Wort zu Gold. Das ist der Vergleich MSCI World gegen Gold. Also Gold ist übrigens kein Investment, das ist eine Krisenabsicherung, mehr ist das nicht. Das nur mal kurz nebenbei erwähnt. Wenn wir uns über Unternehmen nachdenken, dann können wir uns genau das hier angucken. Wichtig ist für uns ein positiver Erwartungswert. Das heißt, wenn du ein Geschäft machst und du verdienst damit ein bisschen Geld, dann kannst du Punkt 2 nehmen, du kannst das Ganze skalieren, weil wenn du mit einem kleinen Geschäft das Geld verdienst, mit einem Produkt kannst du davon auch 10.000 verkaufen, weil du damit dann mehr Geld verdienst. Also du brauchst einen positiven Erwartungswert und das Gleiche ist an der Börse genauso. Irgendwann machst du natürlich auch Umsatz und Gewinn und der letzte Punkt ist die mentale Einstellung. Ich fand das von Reik ganz cool. Reik und ich kennen uns schon ganz lange Jahre. Es gibt einen Satz, den ich mal gesagt habe, Ulrich Müller hört nicht auf, bevor er nicht fertig ist. Und ich kann dir eins sagen, wenn du mich heute fragst, warum ich so reich bin, gebe ich dir einen heißen Tipp. Was unterscheidet arm und reich? Das ist genau ein Wort. Das fängt mit D an und hört mit Disziplin auf. Es ist der einzige Punkt. Und das betrifft alles im Leben. Wenn du erfolgreich werden willst, ob es im Job ist, ob es mit Geld ist, ob es mit der Figur ist, dann brauchst du einfach Disziplin. Wenn du nur das heute mitnimmst aus meinem Vortrag, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. An der Börse ist das genauso. Das ist der Unternehmensaufbau gewesen. An der Börse ist es letztendlich das gleiche Spiel. Es sind genau die gleichen Punkte. Du brauchst einen positiven Erwartungswert. Du setzt das Ganze an der Börse um. Dann gewinnst du einen Cashflow. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt für dich. Ich möchte dir jetzt den allerbesten Arbeitnehmer vorstellen, den es gibt. Eben habe ich gesehen, wir haben schon über A, B, C, D Mitarbeiter gesprochen. Ne? Die A's wollen wir alle. Willst du noch ein A++++ kennenlernen? Das ist Geld. Geld arbeitet 24/7, braucht keinen Urlaub und wird niemals krank. Und ich wette, die meisten von euch nutzen ihr Geld einfach nicht. Und wenn du das kapiert hast, ich zeige auch gleich ein paar Zahlen, dann weiß man, was draus aus der Sicht der Geschichte wird. Und das hat auch schon Warren Buffett so schön gesagt, Risiko entsteht, wenn du nicht weißt, was du tust. Es gibt da draußen einen Massenmarkt an Dingen, die man tun kann, aber du kannst das ganz weit runterbrechen auf nur ein paar Kleinigkeiten. Guck mal hier. Die letzten 24 Stunden, guck dir bitte die Zahlen an. Ich kenne die auswendig, weil ich diesen Vortrag öfter mal halte. Guck mal hier. 600 Millionen Colgate Mundhygieneprodukte wurden benutzt. Ich finde den zweiten Punkt am krassesten. In 24 Stunden wurden 1 Milliarde Cola-Flaschen verkauft. Ich gebe es offen zu, ich habe gestern im Umsatz mitgeholfen. Ich hatte 2 Rum-Cola, mache ich immer zum Stimmeölen für den nächsten Tag dann. Aber das siehst du, Disney, 150 Millionen. Gillette habe ich heute Morgen auch benutzt, 550 Millionen Rasierklingen. Und jetzt kommt das Dümmste, kennen wir Männer alle. Nach ein paar Wochen denkst du, scheiße, ist stumpf, tut weh, brauchst mal eine neue. Das hört nicht auf. Nur ein kleiner Tipp, Indien. 700 Millionen Inder, halte ich fest, besitzen keine Zahnbürste. Da kannst du mal überlegen, was für ein Markt da noch ist. McDonald's hat vor Jahrzehnten in Moskau eine Filiale aufgemacht, die erste in Moskau. Da standen 40.000 Russen an, mit Anzug und Krawatte, teilweise 1 bis 2 Tage, Entschuldigung, um diese beschissenen Burger zu kaufen. Und jeder im Raum wird wahrscheinlich sagen, Burger mache ich dir besser, gar kein Problem. Aber die haben ein System dahinter gehabt. Und jetzt kannst du mal überlegen, wie läuft dein Tag so ab? Guck mal. Den ganzen Tag lang nutzt du Dinge, die an der Börse sind, die Aktien sind. Die Frage ist nur, lässt du dir das wieder zurückzahlen? Nutzt du das wirklich? Das ist der ganze Tag. Ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht, das kennen die meisten. Procter & Gamble. Procter & Gamble ist nämlich Pampers. Ich habe 2 Kinder, die sind 14 und 10. Procter & Gamble schüttet 2,5% Dividende raus. Und jetzt bringe ich dir ein Beispiel mit und das ist wichtig. Das ist der Chart von Procter & Gamble seit 1989. Das ist die Dotcom-Krise, das ist die Lehman-Pleite. 2008, 2009. Und jetzt kommt was Geiles. 2008 ist mein großer Sohn Linus geboren worden, im August. Und ein paar Monate später kam die Lehman-Pleite.
Und jetzt denken wir an das Beispiel Pampers. Wer von euch im Raum, Handzeichen, glaubt, dass ich aufgrund der Krise versucht habe, meinem Sohn mit 3 Monaten trocken zu kriegen, damit ich keine Pampers kaufen muss? Einer. Das ist hoffnungslos, kann ich dir schon sagen. Ich habe 2 davon, das funktioniert nicht. Aber was du daraus mitnimmst, und das ist der geilste Punkt, das ist der Unterschied zwischen Wert und Preis. Wert ist das, was du bekommst, und Preis ist das, was du bezahlst. Wenn wir uns einig sind, dass doch Pampers keine einzige Windel weniger verkauft wurde, warum ist denn der Aktienkurs um 35% gefallen? Gefallen ist der Preis, aber der Wert in Form von Umsatz und Gewinn ist der gleiche geblieben. Anderes Beispiel, Novo Nordisk ist ein bisschen doof für einige im Raum. Es gibt auch welche, die sind leicht übergewichtig. Muss ich leider bringen, das Beispiel, weil das ist der größte Insulinhersteller der Welt. Guck dir mal die Entwicklung an. 7.800% seit 1996. Übrigens würde ich damit nicht sagen, du sollst die kaufen, das darf ich nicht. Aber nur mal fürs Gefühl, was das für einen heißt. Ist das jetzt ein Megatrend? Im Moment kehrt er sich vielleicht ein bisschen um. Wisst ihr, wie ich zu meiner ersten Apple-Aktie gekommen bin? Ich bin durch den Mediamarkt gelaufen und da stand ein großes Schild mit dem neuen iPhone. Habe ich mir das erklären lassen, habe ich gedacht, das kann Bilder, das kann telefonieren, das kann irgendwie E-Mails, da kann ich sogar ins Internet gehen. Krass, will ich haben. Und ich habe gedacht, wenn ich das haben will, da gibt es noch viele mehr, die wollen das auch. Ich habe mir damals mein erstes iPhone gekauft und habe direkt 20.000 Euro investiert in Apple-Aktien. Ich weiß nicht, wie viele Millionen ich mittlerweile allein mit Apple verdient habe. Und das hört nicht auf übrigens. Jetzt kommen die mit einer Brille um die Ecke. Wenn du das kapiert hast mit dem technischen Fortschritt, dann weißt du, was das heißt. Und ich zeige dir mal jetzt Zahlen, was daraus werden kann, wenn man das Spiel umsetzt. Stellen wir uns Folgendes vor. Du machst eine Einmalanlage mit 10.000 Euro und das Ganze für nur 6 Jahre. Und jetzt gehen wir davon aus, wir reden über 3, 4, 5 und 6%, allerdings im Monat. Pass mal auf, Bams. Aus 10.000 Euro werden 168.000 in 6 Jahren. Wenn du noch was mitnimmst heute von mir, gebe ich dir einen Tipp. Du solltest Geld sparen. Reich wirst du nur, wenn du Geld behältst. Egal wie viel du heute verdienst, wenn du heute nicht sparst, dann sparst du auch nicht, wenn du viel verdienst. Ich habe früher in der Investmentberatung gearbeitet, da habe ich Kunden gehabt, die haben 50, 60, 70.000, halte ich fest, netto pro Monat erzählt und verdient und haben mir gesagt, sie können nicht sparen, weil das Geld nicht reicht. Aber Ferrari in der Garage, Lamborghini, Porsche, erste Reihe Alster, ich komme aus Hamburg, Bötchen, Flugzeug, hast du nicht gesehen. Jeder Mensch kann sparen. Ich glaube, sparen ist eine Einstellung. Denn wenn du das tust, guck mal, aus den 168.000, schwuppdiwupp, werden 227.000. Bei nur 150 Euro mehr gespart im Monat. Und weil ich die Frage immer kriege, wann bin ich denn endlich Millionär? 10.000 Euro angelegt, ich habe es oben in Rot verändert, über 10 Jahre, bei 4%, halte ich fest, 1.106.625. Wichtig, ohne Inflation und Steuern, das wird ein bisschen weniger, aber trotzdem ist die Zahl mega krass. Ich habe euch zum Schluss was mitgebracht, weil ich sage immer so gerne, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wie viele Leute mich ansprechen und sagen, Uli, wenn du doch so reich wärst, warum stehst du eigentlich auf der Bühne? Und ich kann dir sagen, ich habe schon hinter der Bühne gesagt, du weißt das noch gar nicht, ich mache noch 2 Stunden länger, weil ich dann immer erst warm werde nach 20 Minuten oder einer halben Stunde. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht. Aber ich habe etwas mitgebracht, das kannst du hier sehen. Ich habe das notariell beglaubigen lassen, weil ich die Faxen dicker hatte von diesem, ja, hat er das wirklich gemacht, hat er wirklich Geld und so weiter. Ich habe mein kleines Konto aufgemacht, das ist Ende 2018 gewesen mit 112.000. Ich habe noch 3 kleine Einzahlungen gemacht über 70, 30 und 25. Und Ende 2019, also genau 1 Jahr später, das war der letzte Handelstag, waren das 388.000. Und das war eine Rendite von 70,7%. Und die habe ich notariell beglaubigen lassen, dass das wirklich stimmt.
Übrigens dazu noch ein kleiner Hinweis, die Folie müssen wir eigentlich mal ergänzen. Wir haben in der Akademie in den letzten 9 Jahren 24.000 Menschen geschult. Ich bin einer der größten Trainer mittlerweile in Deutschland und Europa, obwohl mich tatsächlich viele nicht kennen. Aber wir haben auch mittlerweile im Netz an die 2000 Fünf-Sterne-Referenzen, wie dieses ganze Spiel funktioniert. Ich kann dir nur eins zurufen und da hast du das kleine Ding gleich damit drauf. Scannst dir einfach einmal ab. Wir stehen auch draußen am Stand. Und komm einfach gerne mal zu uns hin, lass uns mal ins Gespräch gehen, weil ich kann dir eins sagen, Geld wird genau dann am wichtigsten, wenn es überall fehlt. Und ich habe so einen netten Spruch immer ganz gerne am Ende meines Vortrags, wer etwas weiß, der kann noch nichts. Doch auch das Können bewirkt noch nichts, erst das Tun verändert die Welt. Und ich habe vor langer Zeit in einem TV-Interview mal einen Spruch gebracht, den der Moderator sich gleich mitgeschrieben hat, sagte, Uli, den werde ich in Zukunft bei jedem Seminar zitieren und deinen Namen darunter schreiben. Und ich habe gesagt, du kannst gar nicht so viel Geld verdienen, wie du anderen Menschen helfen kannst. Und das ist vielleicht ein Thema, über das du mal nachdenken kannst. Es geht nicht um den Ferrari, um den Porsche, um die Finca auf Mallorca, das habe ich auch alles, ist alles schön. Aber das ist finanzielle Freiheit, ist materielle Seite links, das ist eh irgendwann erledigt. Dann geht es auf die rechte Seite, Menschen Dinge wieder zurückzugeben. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Sag vielen, vielen Dank für eure Zeit und freue mich, viele von euch am Stand zu sehen. Danke euch.